Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break a thousand times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Giving a, but every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. I just wanna be happy.
Moin! Oder besser gesagt, willkommen zurück so ungefähr. Ja, Freunde, herzlich willkommen zur VMS GT4 Series. Nächster Lauf, 3 von 9 auf Kialami erwartet uns. Und VMS GT3 habt ihr ja so ein bisschen auf Schirm gehabt. Am Freitag waren wir ja schon am Start mit den GT3 Series. Mit den Kollegen von der VMS und da war es auch richtig genial im Bereich dunkler Thematik etc. Genau das gleiche Phänomen haben wir jetzt hier auch. Also ich freue mich drauf. Und ja, weil er so schön ist, ne? Nur mal den Trailer eingespielt von der VMS. Deswegen da ganz kurz viel Spaß gewünscht. Molkok, Oliver West, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur VMS GT4 Series, nächster Lauf. Und wir gehen direkt auf den Server drauf, Freunde. Wird in den nächsten paar Sekunden wechseln, das Thema. So, Musik machen wir natürlich auch an hier vom Server, ne, ist klar. Ein bisschen was hören wollen wir natürlich auch aus der ganzen Geschichte. So, ich hoffe, euch geht's gut, für die, die jetzt neu zugeschaltet haben sollten. Wir kommen ja gerade von der vom Rennwelten-Server. Haben den zweiten Wertungslauf jetzt gerade veranstaltet gehabt und jetzt sind wir live bei der VMS. Ihr seht, freies Training ist beendet. 35 Piloten hier auf dem Server. Sehr schön, also auch wieder ordentlich voll und Lichtspektakel ist auf jeden Fall wieder gegeben. Ihr seht, ordentlich dunkel. Lichtanlagentest haben auch die Fahrzeuge da bestanden, definitiv, weil wenn du hier rausfährst und draußen am Fahren bist, du siehst einfach gar nichts, ne? Um es euch zu zeigen hier. Das ist alles aus Fahrersicht. PV Hero, wunderschönen guten Abend. Grüße dich, mein Lieber. Heute mal Zuschauer zu müde nach NBR24. Ehrlich, warst du live vor Ort? Oder hast du es dir zu Hause angeschaut? Beziehungsweise... Vielleicht zu dir, war ja auch rund um das Thema, waren ja auch einiges an, ja, wie so kleine Treffen da, Meetings, whatever. War ja schon cool gewesen. Ja, das hieß ja relativ wenig hier, das ist richtig.
Aber genau das macht's aus, ne? Genau das macht's aus hier. Das Thema und die Geschichte. Ich find's absolut genial. So. Quali-Session startet. Und wir fangen an. Stellt euch die Fahrer vor. Martin Seidel vom Elva-Team von Light Racing. Jawohl, im Cayman mit der 89. Clouds Catcher vom CC Black bei WPS. AMG GT4 mit der Startnummer 3. Marvin Butzin vom VLT Bahn Racing Team mit der 11. Ebenfalls auf dem AMG vertreten. Niklas Anke im BMW M4 von RN Vision STS mit der Startnummer 9. Robin Grimm vom Fortune Hunter Team im Camaro mit der Startnummer 5. M. Goofy, jawohl, auch er hier vom Purple Pace Racing Team im AMG mit der 23 dabei. Manuel Siemann vom, jawohl, 3SR Skyland, umgekehrt, Sky Sauerland Sim Racing Team mit dem Aston Martin mit der 66 vertreten. Louis Fly, ebenfalls vom gleichen Team, vom Sky Sauerland Sim Racing Team im Aston Martin mit der 144. Basti Schäfer vom Elite Racing Team im Porsche Cayman mit der 99. Christian Rees, ebenfalls vom Sky Sauerland Sim Racing Team im AMR mit der 181 vertreten. Moritz Kühne vom RM Vision STS Team BMW M4 mit der 72. Thomas Schamaitat, den haben wir eben gerade schon gesehen, den Kollegen vom Team VRT Bahn Racing im AMG mit der 92. Sebastian Patz, Big Point Racing Garching, jawohl, BMW M4 mit der Startnummer 10. Stefan Jentsch vom SJ Motorsport Team mit der 194 auf dem Aston Martin. Fabian Snow vom Big Point Racing Team im M4 mit der 501. Dominik Hörl vom VRT Bahn Racing Team im AMG mit der 12. Jonas van Dreuten im Porsche Cayman vom Garage 9&1 Powered bei Rennwelten Team, jawohl. 985 seine Startnummer, der Kollege dahinter Eric Neat, ebenfalls vom Team Garage 9&1 Powered bei Rennwelten. 984 seine Startnummer. Philipp Colacci, der nächste Garage-Pilot im Cayman mit der 986. Nico Schätzke, Homme Normal von der Garage, also die Jungs sind extrem stark vertreten hier definitiv. Und es gibt noch einen weiteren, Nico Schätzke, die hat die 982. Sascha Herzog, der letzte im Bunde vom Garage-Team mit der 983, auch er pilotiert hier den Porsche Cayman. Michael Behrens, jawohl, vom Wippermann Racing Team im Aston Martin mit der 117 dabei. Timo Ross vom Wippermann Racing Team, der Teamkollege von Michael Behrens, er hat die 118. Also Michael hat die 117, der Timo hat die 118 und es geht weiter. Heimo Pichler vom Fortune Hunter Racing Team im Cayman mit der 911. Markus Utsch im Camaro mit der 388 vertreten. Daniel Hummel vom Fortune Hunter Racing Team im Cayman mit der 81. Ronny Bronson vom Teamtest im BMW M4 mit der Startnummer 16. Sven Maser vom BCARR United Team, sowohl heißt es richtig, im Camaro mit der 248 dabei. Patrick Kolbe vom Testteam im Cayman mit der 87. Roland Wollberg vom Burggrafen Racing Team im Cayman mit der 665. Jürgen Kalcher vom Jogal Racing Team im AMG mit 810. Markus Renn vom BCARR UTD Team, jawohl, United ausgesprochen, 124 auf dem Audi R8, Freunde. Also da eine exklusivere Wahl getroffen seitens von Markus Renn, Sebastian Sabinski, der Big Point Racing Cayman vom Team Sebring mit der 718 behaftet. Dann haben wir Matthias Mettlich vom Mile High Club Racing im Aston Martin mit der 667 und den Thomas Stanek im Camaro mit der Startnummer 91. So, wir warten auf die ersten Rundenzeiten. Ihr seht, Quali-Format ist am Laufen und geht noch über 16 Minuten, paar 30 Sekunden. Lasst mich auf den Chat schauen. Lisa, eine Hausarbeit. Was muss eine Hausarbeit am 30.09. abgeben? DTM-Liga-Rennen war wichtiger, 24-Stunden-Rennen war wichtiger, Top Gear, neue Staffel war wichtiger, nun VMS. Wie soll ich die schreiben, wenn ich immer mit Autos, wenn irgendwas immer mit Autos kommt? Das ist eine gute Frage, Lisa. Ist aber nicht weiter schlimm. 30.09. hast du ja noch 3 Tage. Spaß beiseite. Ich weiß, eine Hausarbeit ist extrem kompliziert bzw. zeitaufwendig. Ich kann es nur anbieten, wenn irgendwas ist, sag Bescheid. Marcel, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. BCARR spricht man Bika aus, dass deine Zunge bricht. Hä? Ach, nicht, dass meine Zunge bricht. Okay, alles klar. Also dann einigen wir uns auf Bika. Alles klar, habe ich verstanden. Abgespeichert, Marcel. So, mein lieber Hero, wie geht's dir? By the way, am Rande. Lange nicht mehr gesehen. Ersten Rundenzeiten kommen Louis Fly. 50, 5, 1, 7.
50711, dahinter der Stefan Jänsch, jetzt auf P3. Es gibt einen neuen Pole-Set, der nennt sich Michael Behrendt. 50025. Nico Stetzke auf der 4, 50985. Moritz Kühne dahinter auf Position 6. Der Ehrenvision STS-Pilot im M4, jetzt auf der 6. 51768. Philipp Colacci war ein Ticken schneller. Neuer 5. 51069. Sascha Herzog P6, 51507. Daniel Hummel auf der 8, 51777, jetzt auf der 9. Moritz Kühne holt sich P8. Entschuldigung, Jonas van Dreuten holt sich P6, so rum, 51270. Sebastian Patz auf 10, 51885. Basti Schäfer auf der 11. Vom Elite Racing Team, 51957. Fabian Snow auf der 12, 51960. Markus Renn auf 13, 52020. Christian Drees 14, 52152. Wir machen zumindest die Top 20. Dominik Hörl auf 15, 52308. Markus Utsch auf 17 mit 52341. Martin Seidel 15. Ja, passt. Jetzt auf 16. Wer ist da vorne jetzt reingefahren? Oh, hat der gerade das Beinchen gehoben. Nochmal kurz gucken, der ist da nämlich volle Möhre über den Sausage Curb jetzt gleich zu seiner Rechten drüber gehämmert. Whee! Jawohl, M4 also auch mal kurz in der Flugeinlage im Bilde gehabt. Sehr schön. Also Fabian Snow jetzt auf 14, 51960. Sebastian Patz auf 12, 51885. Da kommst du doch gar nicht hinterher, so schnell sind die da schon wieder im Quali-Format unterwegs hier. Und toppen sich da alle gegenseitig. Klaus Ketscher, 18, 52275. Dominik Hörl auf 19 abgerutscht mit 52308. Thomas Stanek jetzt auf 21, war eben noch auf 20 gewesen mit 52338. Stefan Jens schiebt sich nach vorne auf P3. Mit 50538. Krass. Schon wieder höllenengen, oder? Schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Also sorry, ich hoffe, ihr werdet das entschuldigen, aber ich muss hier im Hintergrund gerade ein bisschen was essen, sonst falle ich nämlich einfach aus dem Stuhl. Und das still und leise. Schleicher, by the way, wunderschönen guten Abend, Grüße. Nudeln mit Spaghetti. Ach, Nudeln mit Spaghetti. Oh mein Gott. Nudeln mit Hackfleisch. Nudeln mit Spaghetti. Also Penne mit Hackfleisch. Moritz Kühne 13, 51768. Na, der hat sich da immer noch festgebissen, alles gut. Schon eine Weile unterwegs, war kurz in der Box gewesen zum Setup-Change wahrscheinlich. Marius 30 auch mit am Server. Der Camaro von Fortune Hunter Racing mit der Startnummer 7. Matthias Mettlich 54390, P29 aktuell. Ah, da geht was. Da geht was. Sehr schön. Michel schlägt die 1 Minute 50 Rundenzeit. 1:49.809 ist der Michael Behrendt gefahren vom Wippermann Racing Team. Ja, ich glaube, da muss der Louis Fly heute mal ordentlich ins Arbeiten kommen, dass er da eventuell den Michael schlagen kann. Schauen wir mal, wenn ich richtig im Kopf habe, hat der Michael beim letzten Mal ganz großes Pech gehabt. Der ist nicht am Start. Binnen der ersten 1-2 Kurven da leider von einem Disconnect betroffen worden. Ich hoffe, dass es heute passt. Lass dir schmecken, Lisa. Yeah!
Teamkollege von Mikkel, der Timo Ross, fährt auf Position 8, 51.300. Boah, ganz stark von Ronnie Bronson. 50.439, neuer Zweiter. Sebastian Sabinski auf die 5, 50.865 vom Cayman-Piloten, vom Team Big Point Racing Sebring. Ach, schaut's euch an. Bis einschließlich von der Polezeit aus gesehen, bis einschließlich P17, Freunde, keine 2 Sekunden Differenz. Das wird lustig. 31 Grad Streckentemperatur, Strecke ist auf optimal, 100% Grip-Niveau also geboten. Strahlender Sonnenschein ist definitiv auch die verbleibende Qualizeit zu erwarten. Im ersten Moment, Lisa, hast du nur das Phänomen der Ladezeiten. Würde ich mal behaupten, als Differenz. Ich glaube nicht, dass ich die M2 im Bereich des Fahrens wirklich bemerkbar macht. Ich glaube, das ist vollkommen, das wird überbewertet. Generell sowieso, Olli, ist vollkommen richtig. Ladezeiten sind eh relativ kurz bei ACC. Deswegen, ich glaube, bezogen auf den M2 oder auf die normale SSD hast du überhaupt keinen Unterschied. Genauso wie es der Robin auch schreibt, kaum ein Unterschied. Also ich glaube, da kommt dann mehr so dieses Phänomen must have oder nice to have zum Tragen, wie dass du das aktiv merkst, die Differenzierung, den Unterschied. Sehr schön, Marius 30 im Camaro fährt auf die 5. 50.757. Guck mal hier, Van Dreuten voll abgestürzt. Was ist los mit dem Jonas? Digga, P13, spinnst du? Natürlich nur im positiven Sinne gemeint. Ah, Jonas muss gucken, dass er jetzt hier dran bleibt. Ne? Also wenn ich sehe, der Teamkollege Nico Schätzke, also hier der schnellste aktuell im Quali-Format der Garage-Piloten, ist auf der 9. Boah, ganz stark von Niklas Anke. Fünfte Position, 50.574 im M4 gezeigt. Ja, neuer Zweiter, Steffen Jentsch. Stefan Jentsch fährt auf P2. Ah, jetzt kommt der Luis Fly um die Ecke, neuer Zweiter. 3000stel, Freunde, war der Luis Fly schneller gewesen wie der Kollege Jentsch. Und auch Ronnie Bronson ist gerade einmal um 30.000stel von seiner Zeit her getoppt worden aus Sicht von Stefan Jentsch. Wahnsinn, P22 included innerhalb der 2-Sekunden-Marke. Was geht bei Miguel? Lässt sich hier Zeit, macht Platz, noch nicht im Renntrim unterwegs. Jetzt aber, Schwung geholt. Ja, sieht gut aus, ich denke, der Miguel wird jetzt nochmal angreifen wollen. Möchte sich auf der 49.809 im ersten Moment nicht ausruhen. Kann ich auch mal wieder ACC spielen? Ach stimmt, du hattest da irgendwas mit der 900er-Serie drin, glaube ich, gell, Lisa? Irgendwas war da. 980 oder was das war, glaube ich. Wenn ich es nur richtig im Kopf habe. Christian Dres auf 8, 50.904. Eric Needs, der Garage-Pilot, auf der 9, 50.922. Ja, jetzt liegt es hier definitiv an Jonas van Dreuten. Also aktuell ist Jonas van Dreuten von den 5 Piloten der Garage. Powered bei Rennwelten vom Team ist er aktuell der langsamste. Finde dein Flow, mein Digga. Anke fährt auf die 4. Niklas Anke auf P4, 50.319.
Ich glaube, da ist einer on fire. Stefan Jens schlägt nach, genauso wie Louis Fly. 50-0-19 bei Jens, jetzt auf P2 vor Louis Fly, der ist gefahren 50-0-4-3. Wahnsinnsenge Kiste. Boah, die 9080 Ti ist da voll am Limit. Wenn du mit Triple Screen fährst, ja, da geht die in die Knie, das ist verständlich. Das ist verständlich. Und zumindest dann ganz, ganz brutal, wenn du einfach mehr, also je mehr Teilnehmer auf dem Server sind, desto brutaler wird es natürlich. Essen scheint heute on fire zu sein. Ja, mal gucken, mal gucken. Also ich meine, der Michel ist generell auf dem Essen unheimlich stark. Aber auch der Steffen Jensch hat ja auch den Essen unterm Hintern, genauso wie der Louis Fly. Also da ist dann erst auf P4 der erste andere Hersteller zu sehen in Form des BMW M4. Ronnie Bronson fährt auch den M4. Marius 30 wiederum hat den Camaro. Und dann erst kommen die ersten Porsche mit Schätzke, Sabinski und Patz wiederum, der den BMW hat. Also ist auf jeden Fall sehr, sehr bunt gemischt. Beziehungsweise möchte man meinen, dass man so die Herstellerdominanz womöglich sieht. Aber ihr habt es hier vielleicht auch mitbekommen, vor einiger Zeit, also vor kurzer Zeit, ist der ist ein Hotfix bzw. ein Patch rausgekommen seitens von ACC, der so ein bisschen Bezug genommen hat, Einfluss genommen hat auf die BOP innerhalb der Fahrzeugfelder. Egal, ob es jetzt die GT3, GT4 oder sogar die Cup bzw. ST-Variante war, es wurde alles so ein bisschen angeglichen, angepasst, dass einfach diese Überdominanz bzw. diese doch relativ brutale Unterlegenheit stellenweise von den Fahrzeugen so ein bisschen rausgenommen worden ist. Das ist krass, wie die da am Rad drehen. Guckt es euch an. Clouds Catcher auf 23 ist 1,857 Sekunden langsamer gewesen wie die Polezeit. 3000stel dahinter ist Thomas Schamaitat auf der 25 unterwegs. 3000stel langsamer gewesen wie Clouds Catcher. Polezeit einschließlich P26 im Rahmen von 1,9 Sekunden unterwegs. Auch ein M. Goofy sowie Markus Utsch. Also, das ist ja nix, das ist ja noch nicht mal ein Wimpernschlag von der Differenzzeit her gesehen. Also Wahnsinn, gefällt mir. Der 1000 Sie, ja, du kannst, natürlich kannst du damit fahren, aber das wird in die Knie gehen, Banana Joe. Das wird in die Knie gehen. Je mehr Teilnehmer drauf sind, desto mehr Performance musst du wegreißen. Das Hauptproblem im ersten Moment bei ACC ist wirklich die CPU. Die CPU ist... Am Anfang war es noch viel, viel extremer, wie es mittlerweile der Fall ist, aber selbst jetzt ist noch so, dass die CPU extrem stark sein muss, weil der große Anteil der Leistungsperformance von der CPU übernommen werden muss. Und wenn du jetzt noch hergehst und weißt, okay, die Grafikkarte ist jetzt auch schon am Limit, also wir reden da jetzt nicht von dem Thema, dass du da irgendwie overpowered von der Grafikkarte und innen drin bist und sagst, okay, du hast da dein Bottleneck-Phänomen. Das ist gar nicht gemeint, sondern wirklich am äußersten Limit, dann muss die CPU auch ein bisschen das Rendering mit übernehmen. Und das ist im ersten Moment schon nicht mehr machbar. Deswegen die 1070 könnte auch extrem grenzwertig werden. Ich bin, glaube ich, sogar der Meinung, die 89 Ti hat die nicht ungefähr die gleiche oder fast die gleiche Leistung wie die 1070. Also wenn du die Möglichkeit hast, es auszuprobieren, ja, tu's mal. Aber es kann sein, dass du wirklich da auf die Erfahrung stoßen wirst, dass es nicht reicht final. Also ich sag mal, sobald du 30 plus Teilnehmer auf dem Server hast, mach einen Haken dran. Du kannst mit 20 FPS definitiv nicht fahren. Das geht nicht. Das sind Standbilder. Da lenkst du, keine Ahnung, gefühlt 3 Minuten ein. Dann kannst du kurz aus dem Rig aufstehen, kannst du sagen, ich komme in 3 Minuten wieder zurück. Bis dahin habe ich das nächste Bild vor der Nase. Ja, richtig, Amogus. Die Frage ist nur... Ich glaube, dass die ungefähr auf dem gleichen Level sind. Vielleicht ein Tick schlechter, die 1070, weil die 1070 kam nach der 9080 Ti, wenn ich es richtig im Kopf habe. ...1080 beim 49er Samsung passt gerade so. Okay, der 49er Samsung ist aber ein Widescreen. Also sprich, du fährst ja, Marcel, du fährst ja den 49er Samsung nicht als... ...nicht unterteilt in Triple Screen.
Boah, krass, wir haben neun Polsetter. What? 39.000. war der Stefan Jens schneller wie der Michel Behrendt. Der kotzt im Strahl, Freunde. Jede Wette. Sehr schön. Jonas van Dreuten fährt vor auf die 6. 50.493. Na, geht doch. Geht doch. So, Quali ist beendet. Wer natürlich noch auf einer Hotlap unterwegs ist, darf diese zu Ende fahren. Ist kein Problem. Marius 30 auf 7, 50, 5, 6, 2. Wir gehen es gleich im Starting Grid in aller Ruhe durch. Dann gehen wir die Position da sauber gemeinsam durch und dann ist es kein Ding. Doppel FHD 94. Wie doppel? Übereinander? Weil ACC kann ja keine zwei Monitore, die kann ja nicht den Split auf dem 49er ansteuern. Ja, ja, richtig, genau. Aber du kannst ja nicht auf zwei Monitoren fahren, ACC. Du brauchst ja entweder den Single oder den Triple. Also ich persönlich kenn das so nur, den ACC-Bereich, dass du als ein, also ein Widescreen, als ein Monitor fährst. Aber ich muss ganz kurz mal schreiben. So, warte mal, damals. Ich spiele auf 32 Zoll mit 21,9. Genau richtig, ja. Ja, hermachen auf jeden Fall Mods. Es geht um, wie gesagt, es geht im ersten Moment jetzt hier rein um die Performance-Frage. Weil ihr wisst ja mit Sicherheit auch, beispielsweise auf Spa-Francorchamps können wir bis zu 85 Fahrzeuge zulassen und platzieren. Ich glaube, da werden die Rechner richtig in die Knie gehen, stellenweise. Nebst Suzuka mit 105. Schickst du aus, grüß dich, wunderschönen Abend. Ja, genau, richtig, Jigsaw. Das ist richtig, richtig. Ich wollte damit nur sagen, dass ACC nicht in der Lage ist, wenn du jetzt beispielsweise den 49 Zoll teilst, in der Mitte teilst, also dass du zwei 27er Full HD Displays mehr oder weniger hast, das funktioniert bei ACC nicht, das machen die nicht. Genau. Der 49er 32:9, QHD, WQHD, whatever, ist kein Thema, kannst du als Single Monitor dann mit der Auflösung fahren, das ist kein Ding. Ja, richtig, genau, richtig. Das kann ACC nicht, das wird nicht unterstützt, das funktioniert. Es geht entweder nur das Single-Format oder das Triple-Format, aber nicht ein Mittelding. Ich glaube, das sähe auch ein bisschen komisch aus, oder? So, so wie am Freitagabend genau das gleiche hier gesagt. Es ist unheimlich dunkel, Freunde. Hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, dass einfach die Piloten da noch kein Licht angeschaltet haben. Die sind in der Wartezeit, in der Vorbereitungsphase, Setup-Final festgelegt. Deswegen gucken wir mal hier. Helicam macht keinen Sinn. Da kriegen wir das Feld nicht wirklich drauf. Wir bleiben also in dieser Kamera und gehen es von der Voice her durch. Also, Stefan Jentsch auf Pole, Michel Behrendt auf der 2, Louis Fly auf 3, Niklas Ahnke 4, Ronny Bronson auf 5. Jonas van Dreuten auf der 6, Marius 30 auf 7, Erik Niet auf der 8, Timo Roos auf der 9, Fabian Snow auf der 10, Sebastian Sawicki auf der 11, Nico Schätzke auf 12, Sebastian Patz 13, Christian Drees auf der 14, Thomas Schamaitat auf 15, Sascha Herzog 16, Philipp Kolacci auf 17, Martin Seidel auf der 18, Moritz Kühne 20, umgekehrt Moritz Kühne 19, Marvin Bozin auf der 20, Daniel Hummel 21, Basti Schäfer 22, Patrick Kolbe 23, Manuel Siemann 24, Klaus Ketscher 25, M. Goofy auf der 26, Thomas Stanek auf der 27, Dominik Hörl 28, Markus Utsch 29, Markus Renn 30, Roland Wollberg 31, dann Sven Maser auf 32, Heimo Pichler 33, Matthias Mettlich 34, Jürgen Kalcher 35 und Robin Grimm auf Position 36. Ingo, wunderschönen Abend, Grüße. Ich muss da ganz kurz auf den Ingo mal eingehen. Der hat mir nämlich eine Frage im Hintergrund gestellt über Facebook. Da ist relativ simpel, was heißt in Anführungszeichen relativ simpel. Und zwar muss dieses sogenannte Spectator-Passwort, dieser Spectator, dieser Zuschauerzugang, muss auf dem Server abgespeichert, hinterlegt sein im Hintergrund in den Daten. Und wenn du dann dieses Zuschauerpasswort hast, dann kannst du auf diesen Server als Spectator zugreifen. Bei mir persönlich sieht es so aus, ich steuere das ganze Thema im Hintergrund. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir hier... Genau. Ganz kurz zu euch als Erklärung.
der Monitor oben weiß, das ist die komplette Software. Da steuere ich komplett ACC drüber. Ich mache nichts hier, da hängt der ACC, der Simulator-PC direkt selber dran. Darüber mache ich gar nichts. Ich mache alles extern. Ich mache alles nur da oben über den weißen Monitor. Das hier in der Mitte ist mein Mainscreen, wenn ihr so wollt. Das ist der 49er 2 geteilt. Da sehe ich im Endeffekt das Bild, was ihr auch seht. Komplett mit allem drum und dran. Mit Overlays, mit Einblendung, mit allem drum und dran. Rechts davon ist OBS-Steuerung und das da oben seid ihr, das ist nämlich der Chat. Mehr ist es nicht. Soll aber demnächst, ich hoffe, einiges an Zeit wird noch ins Land gehen, so hoffentlich 2, 3, 4 Wochen maximal. Dann ist hier nochmal ein Umbau geplant, dann werden wir 8 Monitore vor der Nase haben und ja, noch so ein bisschen Schmankerl on top und dann können wir richtig die Hütte abreißen, definitiv. Explo, wunderschönen guten Abend, Grüße. WPS Racing Team, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend, ebenfalls. WB Sven. Ja, und die anderen zwei stehen auch hinter mir, Lisa. Hinter mir ist noch ein großer Fernseher. Und rechts vom Rig, vor dem Fernseher, rechts davon steht nochmal ein 32 Zoll Gaming-Monitor, ein Curved. Weil ich da drüber die Rechner von hier aus dem Studio, also von hier, von der Baseline, die ihr eben gerade gesehen habt, steuern kann. Das heißt, wenn ich dann mal wirklich wieder die Zeit haben sollte und hab Bock drauf, selber zu fahren, dann kann ich auch da zeitgleich den Stream drüber steuern und hab da so ein bisschen einen Blick etc. pp. Also ist eine coole Geschichte, ja? Jeder, der hier reinkommt und sagt, Alter, was ist denn das der hier? Was hast du? Was ist? What? Der sagt, der geht hier raus mit einem lachenden und weinenden Auge. Er lacht, weil er sagt, es ist unglaublich, mega geil. Und weinen tut er, sagt, weil er gar nicht verstehen kann, wie man hier das Ding komplett in dieser Komplexibilität alleine stemmen kann. Aber so ist es, Freunde, so ist es. Aber es macht auch Spaß. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung, ne? Das ist klar. TK Imstedt, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen, wunderschönen Abend. Wollte erstmal sagen, dass es voll cool ist, dass ihr die Rennen so zeigt. Dieses Mal noch zugucken. Nächsten Samstag bin ich selbst mit am Start. Daumen sind gedrückt, weil ich gerade das T von Kimstedt gelesen habe. Daumen sind gedrückt und dann hoffen wir mal und freuen wir uns drauf, wenn wir dich nächsten Samstag dann begrüßen dürfen. Irgendwer gedreht in der Einführungsrunde, ist nicht schlimm. Kann man relativ schnell wieder auf die Startposition zurückfahren, sollte man auch tun. Und dann ist das kein Problem. ...36 Teilnehmer, Freunde, schubsen wir jetzt eine Stunde lang über den Asphalt im dritten Wertungslauf von 9 auf Kialami seitens der VMS im Rahmen der GT4 Series. Eine Stunde lang. Ich hab Bock drauf, ich hoffe ihr auch. Ansonsten macht's nämlich nur halb so viel Spaß. Der eine hat kein Licht ein, das ist ganz, ganz wichtig. Normalerweise wird das vom Server aus bestraft, wenn da jetzt nicht gleich Licht eingeschaltet wird. Kann aber auch sein, dass er vielleicht gerade nur die Flashing Lights da, also die Lichttube betätigt hat. Ich sehe aktuell aber überall Licht, Lisa. Also das sollte normalerweise passen. Nee, alles gut. Da ist überall die Lampe an. Nein, die haben keinen Alkohol getrunken, Freunde. Das hoffe ich auch, Smots. Das hoffe ich auch. Auch Feltic KLP. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. So, Rennstart. Go, go, go. Oh, der Michael Behrendt, der im weißen Essen, hat so ein bisschen den Start verschlafen. Oh, die kämen ganz stark da vorne mit von der Partie. Oh, das nenne ich doch mal ein Bild, oder? Das nenne ich doch mal ein Bild. So, erste Kurve. Ja, ja, leichter Lackaustausch. Ja, das muss aber auch so sein, Mensch. Das muss doch auch so sein. Oh, da steht er entgegengesetzt auf der inneren Seite vom Kiesbett. Das war nicht so schön. Da hinten rechts geht auch einer weit raus ins Kiesbett. Oh, da vorne treffen sie sich auch. Und jetzt ganz blöd. Das ist, ich meine, der kann nichts dafür. Massenkarambolage jetzt im hinteren Feld. Maschen. Ich kann es nicht einfangen. Ihr seht, auf der linken Seite der Zeitentower ist massivst am Springen. Das werde ich so nicht reinbekommen. Aber da hat es mal richtig, richtig böse geknallt. 5, 6 Fahrzeuge mit involviert. Ah, bitter, bitter. Hier ein Sven Maser war mit involviert in die ganze Geschichte da hinten. Der Camaro-Pilot mit der 248. So, die da vorne bekommen natürlich da nichts mit. Die sind vorne am Wegdübeln.
vor dem Herrn Steffen Jentsch. Stefan Jentsch, ich habe einen Steffen immer hier. Stefan Jentsch auf der 1, Louis Fly auf Position 2, Niklas Anke auf der 3. Wo ist denn der Michel Behrendt? Wo ist der Michel Behrendt? Ich sehe den Michel nicht mehr. Hier, auf 11. Position. Nein, bitte nicht. Ja, die Position hat er mit Sicherheit nicht allesamt verloren vom Start weg. Der ist zwar deutlich schlechter weggekommen, scheinbar ein bisschen zu spät reagiert am Start, aber P11, oh, bitter, bitter. Von 2 regulär gestartet, also Fly auf 2, Ahnke auf der 3, Jonas van Dreuten auf der 4, Ronny Bronson dahinter auf der 5, Marius 30 auf 6, Sebastian Sabinski auf 7, Fabian Snow auf der 8, Timo Roos auf der 9, Christian Drees auf der 11. Position. Michel Behrendt hat sie also sofort da wieder geschnappt. Michel ist auf der 10. Sascha Herzog auf der 12. Marvin Butzin auf der 13. Nico Schätzke auf der 14. Moritz Kühne auf der 15. Möchte da ganz gerne. Nein, ist nur aus dem Windschatten rausgefahren. Bleibt nochmal zurück. Wartet hinter Nico Schätzke. Basti Schäfer auf der 16. Klaus Ketscher auf der 17. Thomas Schamaitert 18. Patrick Kolbe auf 19. Philipp Colacci auf 20. Schon eine etwas größere Lücke. Roundabout von 1,8 Sekunden. Die Philipp Colacci hinter Patrick Kolbe unterwegs. Ist Roland Wolberg 21. Erik Niet 23. Kalcher. Jürgen Kalcher ist also vorbeigekommen. Erik Niet. Jetzt auch er auf P22 unterwegs, Thomas Danek 24, Robin Grimm 25, Markus Utsch 26, Sebastian Patz 27. Ganz, ganz enge Kiste. Der M4 bleibt da jetzt dran an den Kollegen, an den Triple Camaro-Fahrern. Einmal Utsch, Grimm und Stanek, die da direkt so vor ihm in dieser Reihenfolge zu sehen sind. Simon auf 28, der Manuel. Dann haben wir Martin Seidel auf 29, Markus Renn auf 30, Matthias Mettlich 31, M. Goofy auf 32, Sven Maser auf der 33. Position und Hummel, Pichler sowie Hörl stehen aktuell in der Box. Und der Dominik Hörl scheint hier ein größeres Problem zu haben. Ne, der ist wahrscheinlich gerade zum Stillstand. Der kommt nicht mehr raus, oder? Das sah gerade ein bisschen komisch aus. Also, das Auto ist auf jeden Fall total hinüber. Ihr seht die Frontpartie, die Motorhaube steht offen. Das ist ein Öffnungsmaß, kannst einen LKW quer parken. Wenn du die in den Wind stellst, macht die Motorhaube nicht mehr nur fritt fritt, sondern die ist schon richtig am scheppern. Die macht nämlich klunk, 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 klunk. Und da geht nämlich gar nichts mehr. Während in T1 leicht gedreht worden. Ja, das geht auch relativ schnell, leider Gottes, mit diesen GT4-Boliden. Ja, und der Stefan Jentsch, der ist hier schon am Feiern. Der grüßt uns nämlich mal da in den Stream hinaus durch die Flashing Lights. Nee, hat er nicht gemacht. Der Gruß galt nicht uns, es galt einfach dem Cayman. Dem Kollegen müsste hier Hummel sein, Daniel Hummel. Ja, der ist da gerade vom Fortune Hunter Racing Team überrundet worden. Da ist jetzt die komplette Feldformation, die da an ihm vorbei muss. Und das ist jetzt eine ganz, ganz blöde Situation. Auch ein sehr, sehr blödes Gefühl, wenn du weißt, da kommt jetzt einfach mal die ganze Meute an dir vorbei gehämmert. Wir gehen gleich mal ein bisschen onboard rein. Mal gucken, bei wem. Wollen wir bei Michel gucken? Ja, gucken wir mal bei Michel rein, oder? Fahren wir mal eine Ecke mit beim Michel Behrendt beim Wippermann Racing Aston Martin mit der Startnummer 117. Aktuell auf Position 10, 1,2 Sekunden roundabout noch zurück, aber das sind keine 1,2 mehr, das sind maximal noch 0,8. Selimani, grüße dich. Eine Freecam, ja, gibt es, angeblich über F7, aber ich bin ehrlich gesagt bis dato noch ein bisschen zu blöd gewesen, diese F7-Kamera so zu aktivieren, dass ich, egal aus welcher Kameraperspektive ich gerade rausjoine, das Thema so steuern kann. Aktuell, wenn ich F7 die Freecam anwähle, bin ich komischerweise immer nur onboard. Ich kann dir das mal kurz zeigen, Digga, das ist auch sehr, sehr cool gemacht, weil... Machen wir mal, pass auf, warte, warte, warte. Wer ist ein bisschen dichter? Hier, Sebastian Sabinski. Achtet jetzt bitte mal auf die Audio. Ich gehe mal kurz rein und wähle mal die Freecam aus. Achtung. Das Coole ist, ihr hört vorne sowas von haargenau und haarscharf diesen Camaro-Sound. Um nicht zu sagen, hier hörst du alles, weil Kyalami doch sehr, sehr eng zusammenliegt, was das Kurventhema betrifft.
Mit den Pfeiltasten kann ich die Kamera bewegen. Wie meinst du denn das? Weil ich habe die Kamera jetzt mit der Maus bewegt. Ja, wir müssen hier zu Sascha Herzog. Der hängt nämlich dem Kollegen Christian Dries im Nacken. Leichter Hexenleiter, aber alles gut. Surf hat gecaped. Das ist einfach die Kombination. Willkommen bei Bloody Rain. Der Wegstabenverbuchsler vor dem Herrn ist vollkommen normal. Buchstaben verwechseln ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Ich versuche das natürlich nicht aktiv zu machen, aber ab und an kennt er ja mittlerweile, passiert bei mir, ne? Ist ganz normal. Was sollte es eigentlich heißen? Sollte heißen, der Curb hat gesaved. Aus dem Thema wurde, der Surf hat gecaped. Ist ganz klar, oder? Ist doch einleuchtend, oder? Meine Herren. So, in der F7-Cam kannst du die Kamera verschieben mit den Pfeiltasten. Okay. Gut, die Pfeiltasten sind bei mir aber dummerweise anderweitig belegt. Das heißt, wir müssten das mal probieren. Wir gehen dann noch mal kurz rein. F7, jawohl. So, jetzt steuere ich das Thema hier mit der Maus. Nehmen wir mal so ein bisschen Luki-Luki. Alles gut, und jetzt sagst du hier mit den Pfeiltasten. Ach so. Ja, siehst du? Jetzt passiert nämlich auch das, weil darüber steuere ich nämlich meinen Zeitentower links. Oh. Ah, okay. Hab ich kapiert. Ja, das ist ja mal nice. Das gefällt mir. Ich glaube, da haben wir jetzt eine Spielerei gefunden. Okay, aber machen wir bitte in Zukunft nicht jetzt ad hoc, weil sonst verliere ich mich in dem Thema und habe gar keinen Rennüberblick mehr. So, wir machen weiter. Und zwar ist Louis Fry auf der 2 hinter Stefan Jentsch. Danke, by the way, Männers, für die Auskunft. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich immer gefragt, wie es funktioniert, aber ich habe einfach aktuell viel zu wenig Zeit. Wisst ihr ja selber, ne? Wir sind ja gefühlt jeden Abend live und am Stream hier und an irgendwelche Ligen und Serien moderieren. Deswegen auch da ganz, ganz großes Dankeschön für diesen Support seitens der verschiedensten Ligen. Und ja, Kuss geht raus, ne? Definitiv. Hier Ronny Bronson hinter Jonas van Dreuten. Jonas van Dreuten auf Position 4. Da ist jetzt auf der linken Seite ein AMG kurz rausgezogen. Der hat wahrscheinlich Platz gemacht. Einer der gerundeten Piloten. Dürften hier irgendwas um den Bereich Dominik Hörl. Ja, war er auch. Position 36. Start Nummer 12 der AMG vom Team VRT Bahn Racing, der da mal schön dezent Platz gemacht hat. Also 30, Marius 30 auf Position 6. Sabinski dahinter auf der 7. Michel Behrendt schon auf Position 8. Wunderbärchen. Also hier wieder zwei Positionen gut gemacht, der Michel. Der ist halt auch ein Fuchs. Der kann, wenn er will und er möchte. Der will. Der hat Bock. Mit dem Mausrad kannst du auch noch die Geschwindigkeit ändern. Ah, okay. Nur mal probieren. Alpha Sumsi, wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen Dank, mein Lieber, by the way. Beziehungsweise mein Lieber, der muss das Stream. Was war gewesen? Gestern Abend, glaube ich, hier. Wir waren kurz nachdem ich offline gegangen bin, kam hier noch der Resub von Alpha Sumsi rein. Deswegen vielen, vielen Dank dafür. Jochen, willkommen zurück, Puffy.de. Moins. Der Chat ist mit dem Bloody abzulenken. Ja, ja, genau. Dann haben wir jetzt hier Marvin Buzin auf Position 14. Auch der war eine ganze Ecke dichter dran gewesen an Nico Schätzke. Aber hier, Nico Schätzke ist deutlich dichter dran an Christian Drees. Gucken wir mal hier beim Sebastian Patz vorbei. Der hat nämlich auch ganz dicht den Camaro. Vorsicht! Ah, Bremsanlage funktioniert. Wunderbar, kommst nach dem Rennen zu mir, kriegst einen TÜV-Stempel, Diggi. Sebastian Patz, der Big Boy Racing Garching M4. Mit der Startnummer 10 ist momentan auf der 23. Position und ist damit nicht einverstanden. Möchte ganz gern Position 22 haben, nämlich die von Markus Utsch. Kühne und Dakar. Pass auf, wir gucken mal und Dakar. Moritz Kühne. Jetzt über die Innenseite erstmal Sebastian Patz vorbei am Kontrahenten, am Kollegen, an Markus Utsch. Der probiert zu kontern. Funktioniert auch. Utsch behält die Nase vor Sebastian Patz. Wir gucken. Moritz Kühne ist auf Position 16. Hier ist ein Bild. Der RN Vision STS-Pilot, der M4 mit der 72. Vorne dran Basti Schäfer. Roundabout eine halbe Sekunde vorne dran. Finde ich schon cool, oder? Wenn die da so ein bisschen Licht machen und so, ne? Hell, dunkel, hell, dunkel. Könnt ihr selber machen, ne? Zu Hause geht er auf den Lichtschalter. Macht er schnell ein, aus. Habt ihr genau das gleiche Phänomen. Nachteil ist der, Nachbarn interessiert's nicht. Kriegen es ja nicht mit. Moritz Kühne also auf Position 16. Auch da können wir mal kurz einen Blick riskieren. Gehen wir mal kurz zu Moritz rein. Oder wir machen es anders. Wir sagen dem Moritz kurz Hallo. Hallo Moritz. Moin. Und fahren eine Ecke mit. Spitze ist eng seit Kurve 1. Na, dann riskieren wir doch mal den Blick. Louis Fly hinter Stefan Jentsch.
Rundenzeitenvergleich. Wir bekommen gleich das aktualisierte Format. Sie sind nämlich schon wieder auf Startenziel unterwegs. Bei Jens war es die 50.6, bei Louis war ebenfalls die 50.6. Also, das ist zwar eng, ja, und auch ein Niklas Arndtke ist damit von der Partie, aber die sind momentan absolut, absolut identisch unterwegs von der Pace. Wir haben eine ganz kleine Lücke von, ja, roundabout 5 Sekunden zwischen Position 3, zwischen Niklas Arndtke und Position 4, dem Jonas van Dreuten, der sich jetzt hier verteidigen muss gegen Ronnie Bronson. Oh, lasst euch Platz, bitte. Da ist ein Sausage Curb, den mag keiner von euch beiden. Sehr gut, den haben sie liegen lassen. Hammer. Hammer. Wir blicken nach hinten. Im Kampf um die Führung haben wir so ein bisschen den Blick links auf den Zeitentower. Wahnsinn, wie der M4 geht. Ja, ein bisschen angelehnt. Wie gesagt, Lackaustausch. Kein Thema, gehört dazu. Das ist Racing. Das muss so. Ich sage mal, wenn du aussteigst und dem Kontrahenten den Außenspiegel abtrittst, dann hast du ein ganz anderes Problem. Das muss natürlich nicht sein. Und der Michel ist dabei. Der Michel ist dabei. Gibt es in ABCC eigentlich ein Rate? Ach, du meinst ein Eye-Tracking? Das Eye-Tracking müsste es geben, wenn ich es nicht im Kopf habe. Diese RTX? Ich stehe gerade auf dem Schlauchsohn. Theo Kosti auch. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen. Wunderschönen Abend. Ich kann dir gerade nicht folgen, Lisa. Was macht's denn? Keine Möglichkeit ausholen. Oh. Das könnte gerade ein bisschen der Netcode gewesen sein. Es gab einen leichten Kontakt zwischen der Heckpartie des Cayman und der Front von Michael Behr in seinem Aston. Sagen, Lisa. Das weiß ich gerade gar nicht. Also was wir haben ist, wir haben Innenseite vorbei. Michael Behr vorbei. Sehr schön. Gut gemacht. Das heißt auf jeden Fall angasen und wegkommen. Versuchen wegzufahren vom Sebastian Sabinski. Ah ja, siehst du wieder was gelernt, Alpha Sumsi, danke. Was wir auf jeden Fall haben, ist Thema Spiegelungen. Wenn die Sonne scheint, und das ist wirklich genial ist vom Bild her, wenn du dann teilweise auf der Motorhaube mitfährst oder auf der Heckpartie, du siehst von außen Spiegelungen in den Lacken. Das ist richtig genial. So, Basti Schäfer und Moritz Kühne am Diskutieren. Kolacci ist vorbei. Philipp Kolacci ist auf der 16, Basti Schäfer auf 17, Moritz Kühne auf der 15. Heißt also, der Porsche Cayman ist jetzt zwischen den beiden. Zwischen Schäfer und dem Kollegen Kühne. Thomas Schmeiter hat da hinter dem AMG. Wahnsinn. Richtig, richtig schön enge Thematik. Da ist einer der AMG ein bisschen quer gestanden. Im Hintergrund der Rote. Oh, das war P14. Das war Marvin Butzin gewesen. Ja, der stand da mal kurz quer, beziehungsweise hat er die Linie mal überhaupt nicht getroffen. Hat 4 Positionen mal binnen einer Kurve verloren. Ganz, ganz bitter, aber Rennen ist zum Glück noch lange. Ihr seht, über 44 Minuten noch verbleibend. Also noch lange nicht der Drops gelutscht, beziehungsweise irgendwas angebrannt. SG30 für Manuel Siemann. Manuel Siemann auf dem Weg hier in die Box gewesen, steht jetzt hier um die SG30, die Stop-and-Go 30 Sekunden Zeitstrafe zu absolvieren. M. Goofy auf P27, dicht dran am Thomas Stanek. Ja, das ist auch ein Hingucker, echt, das ist Wahnsinn. Boah.
Der AMG vor den Kollegen gehört zu Jürgen Kalcher. Der macht sich da gerade richtig breit. Möchte natürlich seine Position nicht hergeben, möchte diese verteidigen. Kalcher auf der 25. Und die Meute, auch ein Cloudscatcher. Seht ihr, hier voll mit von der Partie. Und es könnte sein, dass wenn die sich da jetzt ein bisschen bekriegen, dass einfach auch hinten dran der Audi 8 von pilotiert von Markus Renn sowie der Robin Grinn mit der Startnummer 5 da rankommen im Camaro. Gehen wir mal kurz rein beim Robin Grimm, beim Camaro vom Team Fortune Hunter. Ein Stupsi. Ne, auf Bathurst ist es wirklich sehr, sehr uncool, das stimmt. Jansky, grüß dich, moin. Was ist denn mit Philipp passiert? Gute Frage, nächste Frage. Philipp ist auf 15. Ist da im ersten Moment ein bisschen überholt worden, hätte ich gesagt. Ja, ein bisschen Lack fehlt an der Front. Wir gucken mal auf die Motorhaube. Alles safe. Es ist halt auch relativ dunkel und kühl, ne? Also auch da lag es definitiv im ersten Moment nur an den Fahrern, zu wissen, was sie da bezogen auf die Reifendrücke am besten auswählen. Bären vs. 30 bahnt sich an. Ja, Michel Bären schon wieder auf P6. Wahnsinn, der hat voll die Aufholjagd gestartet hier wieder. Wahnsinn, wie groß der Philipp Colacci mit seinem Cayman da im Hintergrund im Rückspiegel geworden ist. Sabinski hinter Van Treuten, auch die zwei sind am Diskutieren. Immer noch vorne die ersten drei, Jensch auf 1, Fly auf 2, Anka auf Position 3. Die sind sowas von dicht zusammen, schaut euch an, was die hier vorne für ein Feuerwerk abreißen. Aber ich möchte trotzdem ungern den Angriff verpassen, den der Michel Behrendt hoffentlich binnen der nächsten halben Runde hier setzen kann. Oder auch platzieren wird. Gegen den Kollegen Marius 30. Im Umlauf war der Michel 4 Zehntel schneller gewesen wie der Marius. Und hier wieder so wie überall. Rankommen, vorbeifahren, zwei Paar Schuhe. Zwei Paar Schuhe. Kühne ist auf der 14, links auf der Innenseite ist Marc Christian Drees. Boah, ist das eng, Mensch, Leute. Leichter Ecktänzler, ging aber. Kann der M4 hier kompensieren. Auch ein Markus Utsch da hinten, hinter Wollberg, auf Position 23. Jürgen Kalcher an der Box. Wieder am Rausfahren, kommt zurück auf die Strecke, auf Position 32. Schön, gut gesehen. Toll gemacht. So, Michel war mal ganz kurz vorbei an Marius 30, ist aber jetzt wieder dem Konter verfallen von Marius 30. Marius 30 ist auf 5.
Michael Behrendt wieder auf P6. Heaven Jack, wunderschönen guten Abend, Grüße. Das ist Kialami. Die Strecke. Umgangssprachlich auch Salami. Ja, ist halt so, ne? Anne, wunderschönen guten Abend, Grüße. Wieso kurz? Was los, Anne? Hat vom Dienst wahrscheinlich heimgekommen, wa? Von der Arbeit. Boah! Schön gemacht. Außenrum. Michael Behrendt jetzt vorbeigekommen und Marius 30. Könnt ihr mir aber auch gut vorstellen, dass der Marius da ein bisschen mitgespielt hat. Sabinski auf Position 8 hinter Jonas van Dreuten. Fabian Snow auch gar nicht so weit weg hinter den beiden. Auf der 9, genauso wie der Timo Ross auf der 10, der ist auch nicht weit weg. Alles noch im Rahmen. Ach, du hast Frühschicht, okay. Irgendwie ist der Sonntag spät, Montag früh, okay. Glaube ich. Fly auf der 1, Jensch ist auf die 3 zurückgefallen. Louis Fly hat die Führung übernommen, dann Niklas Ahnke auf der 2. Stefan Jensch ist auf Position 3 aktuell. So, lasst mich kurz gucken, kriegen wir dich schnell. Hier, das ist brutal. Das ist brutal. Schnellste Rennrunde dürfte sie sich belaufen auf eine 1.49.935 von Michael Behrendt. Ja, aber jetzt kommt's, festhalten. Der Louis Fly und Niklas Ahnke haben beide die persönlich schnellste Rennrunde gezeigt, eine 1.50.070. Kann man mal machen, oder? Aufs Mühe genau identisch die gleiche Pace angelegt. Louis hat sich vorbeigeschoben, wup wup, Jensch mit Fehler, okay. Alles gut, 36,5 Minuten noch, kann man auf jeden Fall wieder ausbügeln, wenn dem so gewesen sein sollte. Marius 30 hat sich auch jetzt festgebissen hinter Michael Behrendt, das macht er sehr, sehr gut. Auch das ist taktisch gar nicht mal so unklug stellenweise, wenn du dich einfach dann, wenn du sagst, okay, komm, du lässt den Hintermann mal vorbei. Auch das muss gekonnt sein. Unter Druck, wirklich unter massivem Druck, Performance zeigen zu können und abzuliefern. Sebastian Patz auf der 21 hinter Erik Niet. Ja, da hat es der Erik jetzt ein bisschen verpennt, die Tür zuzumachen. Oh. Ja. Ey, das sah doch so aus, als wenn der Erik, als wenn die da wirklich Head on Head auf das gerade Element rausgefahren sind und auf einmal zieht der M4 oder was? Mörder-Performance vom BMW. Sebastian Patz bleibt vor Erik Niet. Schönes Duell. So, Erik Niet hat sich verabschiedet in die Box reingefahren. Da ist er im Bild. Deswegen Sebastian Patz auf Position 20, unbeschwert. Zweikampfsituation aktuell nicht gegeben. Dann haben wir Markus Renn auf der 26 im Audi 8. Vorne dran ist Thomas Stanek. Robin Grimm dahinter auf der 27. Axel Racing, wunderschönen guten Abend, Grüße. Ja, der M4 Jansky, das stimmt schon, der ist nicht langsam. Oh, da ging er weit raus, der Markus Renn im Camaro. Im Audi 8, so rum. Ja, da muss er sich dem Camaro geschlagen geben. Ah, bitte. Tick zu viel gewollt und ein Tick zu wenig gekonnt. Spaß beiseite, das sage ich nur bei mir selber. Swat, Moinsen, wunderschönen guten Abend, Grüße. Ein Tick zu viel gewollt, bisschen zu weit, über den Körper rechts rausgekommen, in die Wiese hinein. Und dann war der Schwung dahin.
Das darf dir auch definitiv nicht im Zweikampfphänomen hier mit dem GT4 passieren, weil du hast einfach keine Chance, das zu kompensieren. Markus Utsch ist vorbei an Roland Wollberg. Roland Wollberg jetzt auf P22, dahinter der Burggrafen Racing Cayman mit der 665. Carrera Freak, wunderschönen guten Abend, Grüße. Auf der 18 Marvin Buzin, hinter Christian Drees, 7 Zehntel dahinter. Boah, der ist aktuell deutlich schneller gewesen wie Christian Drees. Jetzt hat sich's fast wieder egalisiert. Drees eine 52,5, eine 52,3 bei Buzin. So, was haben wir da hinten? P36 Dominik Hörl. Heimo Pichler auf 35, Manuel Siemann auf 34. Daniel Hummel auf 33, Jürgen Kalcher 32, Sven Maser auf 31. Der ist 3 Zehntel dran an Matthias Mettlich. Oh, nein! Hat der nicht gemacht, doch hat er. Mal dezent die Heckpartie verloren. War der noch ein Riesendusel, dass der Camaro hinten dran schaltet? Und Habt ihr den Porsche gerade gesehen? Wer war denn gerade der Porsche? Habt ihr das gesehen? Von jetzt auf gleich ist der nach links rüber und ist mal volles Brett in die Wand eingeschlagen. Ich hoffe, das war nur ein Leck alias Anzeigefehler bei mir, weil das sah komisch aus. Aus dem Nichts heraus. Porsche hat eingeplankt hier, im wahrsten Sinne des Wortes, ey. Das sah komisch aus, ehrlich, ohne Witz. Hab ich auch noch nicht gesehen. Robin Grimm, 3 Zehntel hinter Stanek. Ja, aber das Duell da hinten ist gerade ein bisschen dichter hier. Zwischen Maser und zwischen Mettlich. Oh, Drees 50.000stel. Wo ist er denn? 50.000stel. Hier diskutiert er mit dem Kollegen Marvin Buzin. Jetzt über die Innenseite vielleicht die bessere Linie. Ah, nee. Guter Exit vom AMG, habt ihr gesehen, wie viel Schwung der damit rausnehmen konnte aus der Ecke. Da musste Aston Martin Christian Drees noch einen Moment um Warten zurückstecken. Ich. Hier, da ist der Porsche. Heimo Pichler. Heimo Pichler, das war der Porsche, der da mal links volle Möhre eingeplankt ist. Aber ich habe nicht verstanden, warum, ganz ehrlich nicht. Das war so aus dem heiteren Himmel heraus. Louis Fly, 2,4 Sekunden weggekommen von Niklas Ahnke auf der 2. Stefan Jentsch, der hat auch schon 1,2 Sekunden Rückstand auf Niklas Ahnke. Ronnie Bronson auf der 4. Der ist im ersten Moment auch safe unterwegs, hat 1,9 Sekunden Vorsprung von Michel Behrendt. Noch? Fragezeichen. Ist aber 5 Sekunden, 5,6 hinter dem Drittplatzierten unterwegs. Marius 30 auf der 6. Der versucht immer noch, den Michel Behrendt da so ein bisschen Folge leisten zu können. Macht aber bis dato einen großartigen Job. Es sind noch etwas mehr wie 30 Minuten zu gehen. Jonas auf der 7. Jonas van Dreuten. Fabian Snow auf der 8. Dann haben wir Sebastian Sabinski auf der 9. Ganz dicht verfolgt von Timo Ross. Timo Ross ist momentan... Nee, die sind exakt gleich schnell. Exaktamente gleich schnell, die beiden Kollegen. Wir sind wieder auf Start und Ziel. Wir warten auf die aktuellen Rundenzeiten und geben das durch. Sabinski 52,4, als auch Timo Ross ebenfalls 52,4. Halbzeit, ihr habt es vom Spotter gehört. Nico Schätzke auf der 11, Sascha Herzog auf der 12, dahinter Moritz Kühne auf 13 und Philipp Konatschi mit von der Partie auf Position 14. Ergo Positionskampf im Trippelformat rund um P12. Haben die sich echt dort berührt? Gab einen Check vom ersten, der Porsche hat dann krass das Heck verloren. Okay. Habe ich jetzt so in der Schnelligkeit gar nicht gesehen, dass der da ein bisschen auf der Grasenseite gewesen ist mit dem Heck. Das sah einfach total komisch aus. So wie als wenn es dem Instant die Heckpartie da auf 8,9 gezogen hätte.
absolut tolles Racing. Sascha Herzog 51,9, Kühnen 51,9, 52,9 bei Philipp Colacci. Das ist händelbar. Wir gucken rüber zu dem Kollegen Robin Grimm, der hinter dem Thomas Stanek unterwegs ist, beziehungsweise festhängt, möchte ich fast behaupten. Online-Terror, vielen Dank für die Folge. Herzlich willkommen, wunderschönen Abend. Behrendt gleich an Bronson dran. Wir gucken rüber. Michel. Ja, gleich ist gut. Wir haben noch Momentum Zeit, passt aber 1,1 Sekunden. Haben wir auf jeden Fall auf dem Schirm. Ganz leichter Motorhaubenschaden. Ihr seht, da ist die Motorhaube am Vibrieren bei dem Camaro hier, pilotiert von Robin Grimm. Schaut es euch an. Da, wie macht die Motorhaube ganz genau? Einmal eine Prise. Fritt, fritt, Emoticons in den Chat bitte, wenn ich drum bitten darf. Das macht nämlich die Motorhaube im Wind. So, die Kollegen gesellen sich dazu. Markus Renn und M. Goofy. Genau, Mr. Viper TV. Wunderschönen Abend. Das ist das richtige Emoticon. Das ist kein Schaden. Eine Kühlergrillvergrößerung. Alles geplant. Jawohl, Lisa. Mach mir den Ich weiß alles besser am heutigen Abend, Lisa. Nee, aber hast ja recht. Hast ja recht. Der muss... Ja, einen wunderschönen Abend, grüße dich. So, wir gucken mal kurz vorne beim Michel vorbei. Halbe Sekunde noch. Der ist 14 schneller gewesen im letzten Umlauf. Also der Michel muss es im Grunde nur noch umsetzen. Er muss einfach weiter die Konstanz zeigen. Und dann wird sich das Thema von selbst hier klären können. Können. Nicht muss. Auch ein Ronnie Bronson ist extrem stark. Wenn es heißt, zu verteidigen. Genau, Lisa. Nee, bisschen Spaß muss da auch mal sein, oder? Abends hier so, ne? Ganz locker mit euch da zusammen eine Runde. Eine Runde kommentieren, eine Runde daddeln. Ist doch cool. Macht doch Spaß. Muss sein. Basti Schäfer. Thomas Schamaitert hat er vor der Nase. Ist jetzt erstmal am überrundeten Porsche Cayman vorbeigekommen. Das dürfte Hummel gewesen sein. Ja, war er auch. Daniel Hummel. Auf P33. Hat er gut mitgespielt, einen schönen Platz gemacht. Genau, Frauen haben immer recht. Und wenn mal Frauen nicht recht haben sollten, dann wird automatisch Regel 1 in Kraft, dass sie sowieso immer recht haben, wenn sie nicht recht haben sollten. Ist ganz einfach. Clouds Catcher hinter Wolberg. Ganz spitz jetzt hier rein und kommt noch ein bisschen verzögert. Ja, ja, ja. Sehr gut. Cayman, der 665 war aber auch gut früher ans Gas gegangen, aber jetzt muss er nachgeben. Tolles Manöver. Ganz stark gefahren von Clouds Catcher. Gut mitgespielt auch von Roland Wolberg. Gefällt mir. Spacht Maß, umgekehrt macht Spaß. Thank you.
Dres hinter Butzi. Nein, Dres ist vorbei. Nee, ist nicht vorbei. Ist er. Christian Dres auf 17, Marvin Butzi, der AMG auf Position 18. Oder dahinter ist Patz jetzt mit von der Partie. Dann lass mein Roulette in Ruhe, das hat dir nichts getan. Außer, dass du gerade wieder mal alles verloren hast, Digga. Mann. Markus Renn im Audi 8 hinter M. Goofy auf der 27. Position. Mal so am Rande, auch wenn man so teilweise das Gefühl hat, wenn man so ein bisschen mitfährt hier und guckt so ein bisschen auf die Drehzahl, auf die Geschwindigkeit, so die Gänge und sowas. Manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, da kommt nichts und die Jungs sind hier voll am Durchtreten vom Gas wie sonst was. Aber ganz ehrlich, Freunde, es macht einfach nur Spaß und GT4 macht einfach nur Laune. So, Markus Renn hat jetzt ein bisschen die Linie. Nicht sauber hundertprozentig getroffen, musste jetzt also Momentum abreißen lassen. Sebastian Patz mit dem leichten Frontschaden und trotzdem kann der so mitgehen hier und die... Oh, jetzt habe ich gedacht, das knallt gleich. Nein, Bremsanlage funktioniert. Können wir bestätigen. Philipp Colacci auf der 12 und der Moritz Kühne. So, Behrendt ist vorbei. Behrendt ist vorbei an Ronnie Bronson. Ronnie Bronson ist auf der 5, Behrendt ist auf Position 4. Jetzt bin ich mal gespannt, was kriegen wir an Differenz? 8 Sekunden! 8 Sekunden musste Michael Behrendt jetzt noch zufangen. Ich glaube, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn jetzt da vorne der Stefan Jentsch nicht den Kübel wegschmeißt, wovon ich nicht ausgehe. Ihr seht zwar, hier, ich zeig's euch, Louis Fly, der ist 5 Sekunden vorne weg vor P2 von Niklas Ahnke. Aber der Niklas Ahnke hat den Stefan Jentsch absolut im Nacken kleben. So, der Stefan Jentsch und der Niklas Ahnke müssten jetzt die Stühle mal dezent wegwerfen. Es sind noch ein bisschen mehr wie 20 Minuten. Aber ich glaube, das ist eine Nummer zu heftig aus Sicht von Michael Behrendt, dass er hier Position 2 oder 3 sich noch einverleiben könnte. Wir haben natürlich auch die Kombination ein bisschen mit dem Verkehr, ne? Sprich, es ist vereinzelt schon die ein oder andere Überrundung jetzt immer noch zu tätigen. Das ist dann halt im ersten Moment nicht wirklich hilfreich. Aber nochmal, es sind alles definitiv keine Nasenbohrer. Die wissen alle, wie man Racing hier betreiben sollte und auch kann. Er wird es natürlich probieren. Roos hinter Sawinski auf Position 9. Wunderschönen guten Abend. Lord of the Weed, moin! Das kann man auch mal machen, Anne, ja. Gucken mal ganz kurz nach im Zeitentableau. Eine 51-1 von Moritz Kühne, eine 51-2 von Philipp Colacci. Da muss ein bisschen was kommen. Der Philipp muss jetzt hier wirklich angasen, wenn er den Moritz Kühne knacken will. Das wiederum würde reichen. Michael Behrendt, letzte Rundenzeit eine 50-4. Gegenüber der 51-2 von Ahnke und 51-1 von Jentsch. Wenn die natürlich weiter jetzt hier in dieses Zweikampfphänomen einsteigen, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen die Missgunst haben, da
hat der nicht gemacht. Achso, doch, das war ja alles gut. Das war der Camaro, der da einfach mal kurz den Blinker links aktiv hatte. Das war aber P31. Da ist momentan Sven Maser hier am Fahren auf dieser Position. Der hat den Blinker draußen gehabt. Alles gut, alles safe. Aus Sicht von Niklas Arnke war das jetzt gar nicht mal so schlecht für ihn, weil der Stefan Jentsch jetzt ein bisschen mehr abreißen lassen musste durch dieses Überrundungsmanöver. Marius Dreisig hinter Ronnie Bronson. Auch die sind identisch unterwegs von der Pace, eine 50.8 von Bronson, eine 50.9 von Dreisig. So, Colacci ist, ey, der hängt dem sowas von im Getriebe, dem M4 von Moritz Kühne pilotiert. Jawohl, und immer wieder diese Flashing Light, speziell bei der dunklen Gegebenheit hier, das kann ein Fahrer wirklich in die Kirrheit, also wirklich in die Krise treiben. Und dann wiederum gibt es Fahrer, das interessiert die gar nicht. Garnier WTW Moinsen, wunderschönen Abend. Luis hat den Twin Turbo mal eingeschaltet. Ja, definitiv. Bei dem, was der da vorne wegreißt, guckt euch an. 6,3 Sekunden. Also, der Luis ist... Ja, was haben wir noch? 17 Minuten, ein bisschen mehr. Ich glaube, den Luis, den kriegen wir heute Abend nicht mehr eingefangen. Beim Bronson muss was passiert sein. Wir gucken nach. Beim Ronnie Bronson muss jetzt irgendwas passiert sein. Der war nämlich gerade ganz, ganz, ganz langsam unterwegs. Hier im Bereich Startenziel. Ah, der hat den Treffer gekriegt. Aua, aua, aua. Ah, ist das... Was machst du denn jetzt? Hallo, wir haben noch nicht die Zielflagge gesehen. Du musst doch nicht feiern, Ronny. Ist noch nicht Zeit. Ja, seht ihr, Cayman kam vorbei. Jonas van Dreuten ist vorbei an Ronny Bronson. Eieieiei. Das war ein Camaro. War das eventuell der Marius 30? Könnte. Ne, war er. Accident Startnummer 10 kriege ich gerade hier eingeblendet. Startnummer 10 gehört zu Sebastian Patz. Mal gucken, vielleicht sehen wir was. Oh, geht hier ein bisschen weit raus. Jetzt komm bitte nicht zurück und hab da die Kollision. Doch, hat er. Digi, was machst du? Gut. Er gibt natürlich auch hier, ganz klar, Freunde, gibt natürlich hier jetzt auch eine Reko, ne? Also eine Rennleitung im Nachgang. Das ist überhaupt kein Thema. Da kann man natürlich auch Sachen einreichen. Das machen auch die Fahrer, das wissen die. So, Christian Drees aus auf Position 17. Sebastian Patz auf Position 18. War da gerade ein kleines Scharmützel verwickelt. Wie gesagt, kann passieren, alles gut. Die gehen sich da im Nachgang nicht an die Gurgel. Die setzen sich im Momentum zusammen, trinken eine Biele zusammen und dann wird über das Thema gesprochen. Dann wird es vom Tisch aus der Welt geschafft. Vom Tisch gefegt. Also das ist überhaupt kein Thema. Das ist kein Ding. Markus Renn, Position 27 direkt dran. Immer noch hinter Robin Grimm. Findet aktuell einfach keinen Weg vorbei am Camaro. Am Camaro mit der Startnummer 5. Und es gesellt sich... Ist das Louis Fly mit 6? Ne, das ist die 144, die der Louis Fly da hat. Da ist ein Aston Martin jetzt dahinter mit der Startnummer 6, wenn ich es gerade richtig sehe. Das könnte... Basti Schäfer fährt aber keinen Aston Martin. Ne, der fährt nämlich... Also 14 ist es definitiv nicht. Clowns Catcher. Eine Sekunde hinter Markus Utsch und Markus Utsch hat noch den Frontschaden. Natürlich fahren irgendwie hier im Stundenformat nicht zwingend die Piloten da in die Box, weil sie natürlich auch ganz genau wissen. Ihr seht ja auch, wie dicht das Feld hier stellenweise zusammen ist. Wir haben ja hier teilweise die 3, 4, 5 Kämpfe stellenweise. Also da macht es keinen Sinn. Da nimmst du dich komplett raus aus der Nummer und kannst du gleich einen Haken dran machen, gedanklich. Kolbe, Buzin, Patz am Diskutieren um Position 18. Der Exit, kann er es umsetzen? Kommt er am M4 vorbei? Nee, der Ding, ey, höllenbrutal schnell. Dieser BMW M4, der geht aus der Ecke raus wie Slotchen.
Könnte aber auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass die Frontpartie von Marvin Buzin seinem Stuhl hier. Ihr seht, was macht die Motorhaube? Genau, klassischer Fall von ich funktioniere nicht mehr zu 100% im Vorbereich. Ja, Daniel Hummel macht das gut. Hier der 81er Cayman hinter Kolbe. Überrundungssituation, aber lässt sich da im Momentum ziehen. Oh, weit rausgefahren. Auch hier aufpassen, Freunde, dass ihr bitte nicht in die Cutting-Falle da lauft. Dreimal cutten, okay, aber dann wirklich jetzt Luft anhalten. Beim vierten Cut gibt es nämlich definitiv mal dezent die Durchfahrtsstrafe vom System. Schätzke auf Position 10 hinter Timo Roos. Ja, auch Nico Schätzke, leicht gebeutelt. Schaut euch die Front an. Wisst ihr Bescheid? Da gab es den Kontakt. Ich sehe gerade hier auf der rechten Seite bei mir im System Accident Start Nummer 118. Das ist Timo Roos. Es wäre denkbar, dass er hier mit Nico Schätzke leicht kollidiert ist. Warum es da auch so ein bisschen die Frontpartie des Cayman von Nico Schätzke da deformiert hat. Heckpartie sieht aber sauber aus bei Timo. Ja. Dann war das vielleicht der seitliche Treffer. Oder er ist frontal irgendwo angeschlagen. Der Nico Schätzke wäre denkbar. Immer noch Ahnke auf 2 und Stefan Jentsch auf der 3. Der kommt nicht vorbei. Die sind so genial. Gleichmäßig von der Pace unterwegs und Michael Behrendt hat aus den 8 Sekunden 4,2 aktuell gemacht. Der ist on fire definitiv, 11,5 Minuten noch maximal verbleibend und ist auf 4,2 Sekunden rangekommen. 50,4 bei Michael, 51,1 bei Jentsch, 51,3 bei Ahnke. Fly, der Lewis fährt 50 tief, 50 Mitte im Average, würde ich behaupten. 50,3 hat er im letzten Umlauf gefahren. Hey, Boxy WB. Fabian Snow auf der 15. Schönes Duell mit Basti Schäfer. Außenrum möchte Schäfer jetzt vorbei vom Allied Racing Team. Ging auch. Zugelassen worden vom Kollegen von Fabian Snow. Positionswechsel rund um P14. M. Goofy auf der 25. Oh! Mit dem Fehler. Mann, der war ein Zehntel dran an Tomasz Stanek. Und nein, es hat nicht funktioniert. Schade. Erik Nied, 29. Position. Der Wüsi. Das hast du gesagt, mein Lieber. Das hast du gesagt. Oh, da geht ein bisschen weit raus, aber das kann funktionieren. Für den Audi 8. Nee, Tür zuwerfen geht nicht mehr. Head on Heads. Geht's nach unten in die nächste Linkskurve hinein. Reicht Cable vorbei. Innenseite jetzt abgedeckt gegen den Kollegen Markus Renn. Sehr schön. Erik Nied auf 28. Da hat er den nächsten Werkskollegen vor sich, den Martin Seidel.
Oh! Das war ein bisschen sehr optimistisch, aber okay, Fehler sofort eingesehen. Hat sich in der Form auch direkt beim Erik entschuldigt. Das ist ganz wichtig, Freunde, nur so am Rande, das ist wirklich, das ist ganz, ganz wichtig. Es wird extrem, also bei richtigen Stewards, bei einer Live-Stewarding, das wird so brutal bestraft, Freunde, wenn ihr wirklich dann aufgrund einer Kollision vorbeikommt und diese Position nicht zurückgebt. Das ist Wahnsinn. Offiziell Takeout, also es wird als Takeout definiert, Incident, mit dem, du hast einen anderen rausgenommen, Schadensfolge und hast die Position nicht zurückgegeben. Das ist mindestens eine DT, das kann hin im Wiederholungsfall bis hin zu einer Disqualifizierung führen. Das ist richtig, richtig krass. Auf der einen Seite aber auch verständlich, weil sowas macht man halt im ersten Moment auch einfach nicht. Das ist, ich meine, wie gesagt, das kann jedem mal passieren, alles gut, wir sind alles nur Menschen. Ja, wie oft haben wir es schon gehabt? Oh, mir ist eine Katze, mir ist meine Katze übers Lenkrad gelaufen, ich konnte nicht mehr lenken. Ist ja vollkommen wurscht. Alles schon passiert, ist kein Witz. Ja, also jetzt nicht bei mir, sondern einfach von der Erzählung her, dass ich das von einem Fahrer, von Fahrern mal gehört habe. Dass die Katze dann aufs Lenkrad gesprungen, in dem Moment, wo der auf der Geraden war und dann konnte der die nächste Kurve nicht einfahren. Colacci ist an Kühne dran. Immer noch. Hat sich da festgebeißt. Kühne eine 51,8, eine 51,0 bei Colacci. Das muss doch jetzt mal funktionieren, Philipp. Mach mich mal bitte nicht schwach jetzt. Stefan Jentsch, 1,2 Sekunden hinter Niklas Ahnke. Das wird ein kleines Mammutprojekt. 6 Minuten, 20 Sekunden noch. Dres hinter Patz. Eine Zehntel. Okay, von mir aus 4. Sehen wir 1,6. Echt? Schafft er das echt jetzt noch? Ich brech ins Essen. For Happiness, wenn der das noch schafft. Der Michel Behrendt. Ich würde es ihm gönnen, wirklich, also von Herzen. Ich würde es ihm wirklich von Herzen gönnen, wenn der Michel sich jetzt hier noch das Podium holt. Boah, ist das eng. Jetzt aber, oder? Gut gemacht. Richtig, richtig gut gemacht von Philipp Colacci. Hat sich jetzt ein Herz gefasst und hat gesagt, okay, wenn ich jetzt, dann nie wieder. Ich muss da vorbei am Kollegen. Egal wie. Jetzt muss es funktionieren. Es hat funktioniert. Das heißt natürlich aus seiner Sicht wegfahren. Wegkommen, versuchen wegzukommen von Moritz Kühne. 1,2 Sekunden. Der sieht den Stefan Jentsch vor sich, den Werkskollegen. Der gute Michel. Fabian Snow hinter Basti Schäfer. Fast gleich auf. Knappe Kiste. Aber machbar. Dann ist Thomas Schamaitert. Auch er möchte ganz gerne mitdiskutieren und am liebsten was vom Kuchen abhaben. Von Position 14 final im besten Falle. Hier kann ich wegschalten, Mensch. Komm, ganz kurz. Ja, Momentum, Zeit habe ich noch. Ja, da war der Exit besser von Basti Schäfer. Schaut euch an, wie im Rückspiegel, wie schnell so viel kleiner der AMG wird. Startnummer 92, wo der Thomas Schamaitert hinterm Steuer sitzt.
Leichter Head Power Slide von Fabian Snow. Drei Minuten noch, exakter Winter. Minimal, Alters, Robin, minimal. Und nur auf der Vorderachse. Nein, Bären, 0,5 Sekunden. Miki, du machst mich schwach, Digga. Du machst mich schwach, Mann. ...51,1 bei Jensch, 50,5 bei Michel. So, jetzt kommen wir in das zeitliche Phänomen. Wir haben noch 2,5 Minuten. Das sind maximal noch, lass mich kurz rechnen, ja, maximal noch 2 Runden, die der Michel Behrendt hier Zeit hat, um eine Attacke fahren zu können gegen Stefan Jensch. Das geht um Position 3. Das wird eine richtig, richtig tolle Kiste, weil er ist zwar schneller, aber nochmal, immer wieder, ich rufe es euch ins Gedächtnis, ist mir egal, ob ihr oft das schon gehört habt, ihr wisst es, rankommen, vorbeifahren, ist eine brutal andere Geschichte, kannst du nicht vergleichen. Und auch ein Stefan Jensch ist kein Nasenbohrer. Der weiß auch, wie man nach hinten verteidigen kann. Und ich glaube sogar, dass der sich hat ein bisschen pushen lassen, weil ihr seht nämlich da vorne den BMW M4, da sitzt der Niklas Arndtke hinter dem Steuer des M4. Die sind jetzt gemeinsam ein bisschen auf dem Vormarsch, um die Lücke zu schließen Richtung Niklas Arndtke. Das geht nicht ganz. Okay. Das war jetzt der Knopf, ich mache mal das Licht komplett aus, weil ich es kann. Oh, Achtung, Michel, Achtung, lass ihm bitte Platz. Ja. Starkes Manöver von Michel Behrendt, ganz, ganz stark gefahren. Michel Behrendt ist auf der 3. Es wird mir zwar im Hintergrund als Accident angezeigt mit der Startnummer 194 von Stefan Jensch, aber ich fand jetzt im ersten Moment gar nicht, dass es so heftig war. Die haben Lack ausgetauscht, definitiv. Moment, habe ich noch. Niklas Arndtke, das ist so ein erfahrener Fuchs, der hat keine Ahnung, ich glaube, der hat 3.500 Stunden in ACC schon runtergerissen, also ich glaube nicht, dass er jetzt hier noch irgendwas anbrennen lässt. Was haben wir denn noch? Ja, roundabout noch 30 Sekunden für Louis Fly, dann sollte er über die Linie gehämmert gekommen, deswegen schalten wir auch gleich rüber. So, wir müssen zu Louis Fly. Die letzten 15 Sekunden laufen. Glückwunsch zum Rennsieg an Louis Fly. Niklas Arndtke sollte Zweiter werden. Jawohl, jetzt hier letztes Mal noch die Linie zumachen. Da ist schon der Warnblinker an bei Michel. Glückwunsch P2 für Niklas Arndtke. Michel Behrendt holt sich P3. Stefan Jensch Vierter. Marius Dreisig. Auch er, letzte Linkskurve. Raus auf Startenziel und dann schwarz-weiß kariert. Bitte einmal zur Sichtung nehmen. Position 5 für Marius Dreisig. Jonas van Dreuten wird Sechster. Ronnie Bronson Siebter. Sebastian Sabinski auf Position 8, dahinter Nico Schätzke auf 9. Timo Ross, 10. Der erste der AM-Fahrer
Also hier der Sieg für den einen Piloten Timo Ross, Philipp Colacci auf 11, Moritz Kühne auf 12, Sascha Herzog 13, Basti Schäfer 14, Fabian Snow 15 dann gleich. Genau, und dann kommt der Zweitplatzierte der AM-Kategorie, das ist der Thomas Schmeitert. Und Christian Drees auf P3, der Amateurfahrer der einen Piloten. Gesamtposition 17 aus Sicht von Christian Drees. Patz auf 18, Marvin Buzin auf 19, Klaus Ketscher auf der 20. Sehr schön. So, jetzt muss ich es kurz im Kopf wieder zusammenbauen, weil wir brauchen einmal Luis Fly, Niklas Anke und Michel Behrendt bei uns von der Pro-Kategorie. Das ist das Podium. Und wir brauchen dann gleich die Kollegen Timo Ross, Thomas Schmeitert und Christian Drees bei uns für das Interview der AM-Kategorie. So, wartet. Microphone activated. Sound resumed. So, wo sind die denn heute alle? Channel switched. Moin, Grüße. Moin. Was ist mit Interviews heute Abend, Nick? Jojo, ich hol gleich alle hoch. Bin sofort da. Okay, machen wir erst die GT3? Ach, die Pro-Fahrer? Ja. Super, danke dir, bis gleich. Channel switched. User was Luis, wunderschönen guten Abend, Grüße. Morgen oder Abend, nicht mal. Morgen hier, Digga, ist kein Problem, du bist hier bei Bloody Rain, ist kein Thema, du kannst auch morgen sagen, am späten Abend. Sehr schön. Genau, Niklas kommt gleich noch hoch und der Michel wird gerade vom Niklas malträtiert, dass er auch da, perfekt, da ist der Nick. Jawohl. Nick, hast du den Michel angeschrieben gehabt? Ja, ich habe gerade den Chat noch geschrieben. Perfekt. Genau, richtig. Dann brauchen wir danach nur noch die Kollegen Timo Ross, Thomas Schmeitert und Christian Drees. Jo. Wunderbärchen, hat er gesagt. Genau, GLW ans Podium, hat das Sven da geschrieben, ihr habt. Danke. Ich brauche die IP. Mann. Ja, das ist halt der Michel, ne? Das ist ja normal. Ja. War ganz schön eng bei euch am Ende, oder? Ja, meine Reifen waren komplett durch. Warte, noch schauen, ihr Setup. Ey, als wenn du den nicht hättest halten hinter dir können, noch zwei Ründchen, oder, Niklas? Wen, den Michel oder den? Ja klar, den Michel, wer denn sonst? Nee, der hätte mich letzte Runde fast überholt. Ich weiß, wir haben es gesehen. Ja, so schlimm ist es tatsächlich gar nicht. 2,2 vorne rechts habe ich noch drauf. Jetzt ist er da. Ah, da ist der Michel. Zack. User was moved to your channel. Oh, Smash auch noch gemoved. Moinsen! Hallo! Ja. Michel, was war denn das für eine Nummer? Mensch, erstmal Glückwunsch zu P3, Michel. Ganz, ganz unglücklich. Wir haben es gesehen, direkt nach dem Start bist du da ein bisschen gedreht worden, ganz unglücklicherweise. Aber dann trotzdem eine Mörder Aufholjagd gestartet. Wie war das ganze Thema so ein bisschen aus deiner Sicht hier? 60 Minuten Kialami im Bereich der GT4. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, GT4 geht dir ab wie ein Bach ins Gesicht, oder? Ja, passt schon. Ne? Am Anfang haben sie halt ein bisschen Pingpong mit mir gespielt. Das war nicht ganz so geil, aber ja, was willst du machen? Mund abwischen weiter geht's und dann habe ich halt versucht, das meiste rauszuholen. Dann habe ich aber gesehen, dass meine Pace gepasst hat für Platz 2 und 3 und ja, da habe ich dann halt alles gegeben, ne? Du hast auch mit Sicherheit gesehen, du warst dann auf Platz 4 und hattest dann als Hauptaufgabe erstmal das Phänomen 8 Sekunden Round, also es waren 7,9 oder 8,0 die Ecke, hattest du Rückstand gehabt. Was denkt man sich so im ersten Moment? Realisiert man dann wirklich auch gleich, okay, ist meine Pace dafür da? Oder sagst du einfach, ist vollkommen egal, man blendet das komplett aus und man fährt einfach das am Limit weiterhin, wie es passt? Ja gut, ich habe natürlich gepusht. Ich habe die Pace von den zwei dort vorne gesehen, von Nick und Stefan Jensch, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber
Ich habe halt gesehen, dass ich 6 Zehntel schneller im Schnitt war. Ich konnte auch niedrige 50er fahren wie Fly. Hatte allerdings ein kaputtes Auto. Also das Auto am Anfang der Crash hat mir halt knapp 12 Sekunden eingeschenkt. Und ja, gut, okay. Und dann habe ich halt alles gegeben. Ich wollte Nick am Ende noch haben, aber die Brechstange wollte ich dann auch nicht auspacken. Es wurde dann wirklich nochmal knapp. Also ich denke mal ein, zwei Runden später, wenn ich ihn genug unter Druck gesetzt habe. Aber ich glaube, er lässt sich dann nicht so unter Druck setzen, so wie ich das mal gehört habe. Und wäre vielleicht noch spannender gewesen, dass es vielleicht noch ein Stück weiter nach vorne gegangen wäre. Für Fly hätte es natürlich nicht gereicht. Der konnte halt alleine fahren, hatte keinen Kampf mehr. Und dann kannst du einfach deine Pace fahren und bist weg. Das ist richtig, ja. Ja. Wie war so Thema Lichthupe? Dauerabo hast du gehabt, oder? Ja, meine Taste hat irgendwie geklemmt. Ich weiß nicht, was das genau, war. Die Taste hat geklemmt, ja. Frei nach dem Motto, es tut dem Michel leid, Freunde, insofern alles gut. Wir haben es genossen oder genießen dürfen im Stream definitiv. Es war eine sehr, sehr geile Kulisse auch mit dem Lichtspektakel allgemein. Wir sind ja, war ja eigentlich offiziell komplettes Nachtrennen, wenn du so willst, ne? Absoluter Augenschmaus hier auf Kialami. Deswegen nochmal Glückwunsch an sich, Michel Behrendt, zu Position 3. Leider, wie gesagt, am Anfang ein bisschen unglücklich gelaufen, aber nichtsdestotrotz, du hast eine obergeniale Aufholjagd in den Asphalt gebrannt und uns gezeigt. Deswegen vielen, vielen Dank an dieser Stelle dafür. Ja, noch um was einzuwerfen wegen der Lichthupe. Ja. Der Streamchat wollte halt immer die glühenden Auspuffrohre sehen. Ja, und da ich ja ab und zu auf der Strecke auch noch was sehen muss, habe ich halt den Kompromiss eingegangen, ein und aus. Ne? Also, genau, was, richtig. Du hast immer die besten Ausreden, oder? Ja. Passt doch, Wunderbärchen. Sehr schön. Gut, Niklas, kommen wir zu P2. Das ist in dem Moment dein Part. Niklas, wie war es bei dir gewesen? Wir haben ja eben schon ganz kurz drüber gesprochen. War das so das Thema, so die letzten 3-4 Ründchen, wo du dann noch gesehen, oder sagen wir mal, 3 Runden waren es ja Maximum, wo du gesehen hast, der Michel ist jetzt da dran an dem Stefan Jentsch, der kam dann auch final vorbei. Was geht da in einem vor? Sieht man das auch relativ zeitnah, im ersten Moment vielleicht sogar schon im Rückspiegel, oder hast du das erst über den Zeitentableau gesehen, über die Relatives? Ich hatte Michel schon relativ früh auf dem Schirm, der ist ja die letzten 30 Minuten quasi schon fast rangeflogen da an uns. Der hat ja irgendwie 5-7 Zehntel pro Runde gut gemacht. Und ja, die letzten 30 Minuten sind meine Reifen irgendwie komplett den Bach runtergegangen. Also Michel hätte mich auch wahrscheinlich in der nächsten Kurve, denke ich mal, schon geholt, weil ich auf der Bremse irgendwie 50, 60 Meter früher bremsen musste, da ging gar nichts mehr. Okay. Ich war noch richtig am Struggeln, hat man ja auch gesehen, wie dann Michel sofort rankam. Vor allem auch auf der Bremse die beiden Essens immer rankamen am Ende. Das war auf jeden Fall nochmal haarig. Und ja, die ersten 30 Minuten war ja mega geil da mit dem Fight, ne, mit Luis und Stefan. Da sind wir quasi ganz hintereinander hergefahren, bis dann Stefan, glaube ich, ja auch nach so knapp 25 Minuten, ich glaube vorletzter Turn war das, zu weit rausgekommen ist. Konnten wir beide durchschlüpfen. Und ja, Luis Pace konnte ich da nicht mehr gehen, der war sofort weg. Ja, aber ansonsten geiles Rennen, bin mit P2 auf jeden Fall zufrieden. Kann so weitergehen. Klingt auf jeden Fall nach einem zufriedenen Niklas Arndtke heute Abend, deswegen nochmal Glückwunsch an P2, Niklas. Sehr schön. Luis, wie war es bei dir heute Abend gewesen? Hast du so ein bisschen aus der eigenen Sicht oder privat gefragt, in Anführungszeichen, hast du mit den Jungs so ein bisschen gespielt am Anfang, so die ersten 30 Minuten? Wusstest, dass du den höhere Pace gehen konntest? Oder war das jetzt wirklich einfach, okay, komm, jetzt probier ich's mal gucken, was passiert? Also, Am Anfang dachte ich, am Start dachte ich mir, ja, mal schauen, was da geht. Ich wusste jetzt nicht, wie die Rennpace von Michel und Stefan ist. Okay. Von Michel wusste ich, dass sie wahrscheinlich relativ stark sein wird, weil wir auch davor ein bisschen geredet haben. Ja, dann bin ich halt hinter Stefan die ganze Zeit hinterher gefahren. Das war ein bisschen frustrierend, weil ich nicht vorbeigekommen bin. Hab dann aber gesehen, dass er immer mal wieder ein, zwei kleine Fehler gemacht hat. Und dann habe ich mir gedacht, dann warte ich jetzt mal ein bisschen und vielleicht macht er noch einen, dass ich da vorbeikomme. Hat er dann am Ende auch gemacht. Ist da am Wurstkorb, glaube ich, drüber gefahren. Ist dann ein bisschen in die Wiese. Dann konnte ich da vorbeigehen. Dann konnte ich meine Pace fahren und das war's dann auch. Mehr ist nicht passiert. Okay. Ja, krass. Beim nächsten Mal lässt sich ein bisschen zurückfallen, oder? Klar. Sehr schön. Glückwunsch auf jeden Fall zum Rennsieg. Freunde, danke. Dann tue ich euch am heutigen Abend schon wieder entlassen. Wir haben noch die anderen 3 Kollegen da im Hintergrund sitzen. Das ist der Thomas Schmeitert, Timo Ross bzw. Christian Drees noch dabei. Deswegen vielen, vielen Dank an euch für eure Zeit, fürs Interview, an den Sieger hier Luis Fly, an Niklas Arndtke P2 und an P3, an den Michel Behrendt. Euch einen schönen Abend noch gewünscht. Freunde, wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Genau, 6. Richtig, dann sind wir... Nee, Quatsch, wir sehen uns nächstes Wochenende schon wieder, oder? Was?
Monster. Warte, lass mich gucken. Ich hab die Kalender nicht auf, bevor ich wieder irgendeinen Blödsinn sag. Ja, wir sehen uns nächstes Wochenende am Samstag wieder. Da ist nämlich dann das 12-Stunden-Event von der VMS-Freunde auf Montclar. Geht klein über den Asphalt, voll 12 Stunden. Also, wird richtig interessant auf jeden Fall. Michel, euch sehen wir auch wieder, oder? In Kombination mit den Kollegen? Nee, das wird bei uns. Nee, ich muss bei Louis fahren. Das klingt so gequält, was ist da los? Nein, alles gut, das habe ich jetzt mit Absicht. Naja, okay. alles cool. Ray und Dookie, ja, Dookie vielleicht nicht, aber Ray hat nicht so wirklich Bock auf Monza. Okay. Und da Dookie wirklich arbeitstechnisch momentan extrem eingespannt ist, wollte ich dem das einfach nicht zumuten und da musste ich mich halt darauf herablassen und bei Louis mitfahren. Ach so, ja, okay, alles klar. Ja, okay. Ist vollkommen wurscht im Endeffekt auch, wenn, sag bitte liebe Grüße raus. Von meiner Seite aus direkt. Wir sehen dich aber trotzdem dann auf jeden Fall und alles gut, ich freue mich drauf. Ja. Ich freue mich wirklich drauf. Ja, wir freuen uns alle drauf, denke ich. Genau. Dann einen schönen Abend, wie gesagt, bis spätestens in 7 Tagen. Dann am Samstag, wie gesagt, kommenden Samstag nächste Woche. Ist 12 Stunden Monza seitens der VMS angesagt. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit den Kollegen. Danke vielmals nochmals, ihr seid entlassen. Macht's besser. Bis dann. Danke, tschüss. So, Christian Drees. Warte mal, jetzt muss ich kurz die Reihenfolge am besten so machen, dass es passt. Heißt also, der Timo, genau, den Timo haben wir jetzt da. Dann hatten wir den Thomas Schamaitat auf der 2 und Christian Drees war es, glaube ich, P3. So, wunderschönen Abend, Männers. Herzlich willkommen. Der Timo Ross, Thomas Schamaitat und Christian Drees. Bitte auch in dieser Reihenfolge, so war euer Zielanlauf. Ist das richtig? Ja. Jo. Sehr schön. Das war ein ganz leises Ja vom Timo. Das heißt, den Timo müssen wir ein bisschen boosten, den müssen wir ein bisschen lauter machen. Test. Ja, wunderbar, hast du bestanden, bist aus deinem Kleiderschrank rausgekommen, mein Freund. Passt. Timo, wir fangen auch gleichzeitig an mit P3. Das heißt, P3 war gewesen Christian Drees, richtig? So ist es. Wunderbärchen. Wunderschönen Abend. Christian, P3, wie war's Rennen aus deiner Warte? War anstrengendes Rennen. Ich bin ja am Anfang eigentlich relativ gut weggekommen, hatte dann leichte Probleme mit dem Auto. Ich habe die Reifen nicht so gut auf Temperatur gekriegt. Und dann ist mir beim Anbremsen irgendwann, ich weiß nicht wer, ist mir einer hinten drauf gefahren. Und in dem Moment hatte ich Schaden und dann ging es eigentlich nur noch nach hinten. Dann habe ich jetzt insgesamt, glaube ich, 4, 5 Plätze verloren. Ich weiß es nicht genau, ich müsste jetzt nachgucken. Ja. Warum fährt man im ersten Moment nicht rein und lässt den Schaden reparieren? Weil bei einem 60-Minuten-Rennen würde ich wahrscheinlich mehr Zeit in der Box verlieren, als wenn ich das weiterfahren würde. Ganz genau. Wobei ich auch dazu sagen muss, der Unterschied ist natürlich klar. GT3 ist ein ganz anderes Format. Du hast eine ganz andere Pace wie das Format der GT4. Wir haben es natürlich auch gesehen am heutigen Abend, wie dicht ihr alle zusammen wart. Das gesamte Feld. Stellenweise hatten wir eigentlich permanent irgendwo immer den 3- oder sogar 4-Kampf gehabt durchs Feld hinweg. Also das war absolut nicht möglich, da in die Box zu fahren. Deswegen bin ich voll und ganz bei dir, was du gesagt hast, da den Schaden nicht reparieren zu lassen. Trotzdem einigermaßen zufrieden. Ich meine, das ist ja trotzdem P3 im AM-Format. Kann sich ja trotzdem sehen lassen, oder? Und du warst ja auch trotzdem immerhin innerhalb der Top 20 unterwegs. Nein, also da kann ich mich nicht beschweren. Also dafür, dass das Auto so war, ging das eigentlich noch relativ gut. Man musste sich ein paar Runden dran gewöhnen und dann ging das auch wieder. Aber ganz die Pace konnte ich nicht mehr gehen. Ja. Ja, gut. Nächstes Rennen, wie ist die Devise? Was denkst du? Anknüpfen, weitermachen. Anknüpfen und wahrscheinlich verbessern. Genau. Im besten Falle, sehr schön, ja, okay, wunderbar. Gratulation an Christian Drees zu P3, vielen Dank dafür. Thomas Schamaitat, dir gehört Position 2 am heutigen Abend. Wie war das Rennen aus deiner Sicht? Oh, einfach nur anstrengend, habe ich angefühlt, das müsste ich ein 12-Stunden-Rennen allein fahren. Oh nein, komm, ehrlich, echt jetzt? Also es hat sich schon ewig durch die Zeit lang gezogen, dann durch den ganzen Zweikampf, durch den ganzen Stress und später auch noch durch wunderschöne Druckverluste an 3 Reifen hat sich das immer mehr gezogen, aber immerhin froh, über P2 heil ins Ziel gekommen zu sein. Du hast Druckverlust gehabt in 3 Reifen? Echt? Ja. Aua. Okay. Aber Pace ist jetzt nicht wirklich großartig eingebrochen, als von daher. Wow, da hast du Glück gehabt. Da hast du ein bisschen wahrscheinlich zu sehr die Sausage-Körb da mitgenommen, oder? Also der Sausage-Körb war es eher nicht, waren eher die normalen Körbs, ich glaube einmal im Kies sogar. Oh, okay. Auch nicht schlecht, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Okay, trotzdem P2, kann man mit zufrieden sein? Ja, absolut. Auch endlich mal den Podiumsfluch im Sim Racing gebrochen, liegenübergreifend. Sehr schön.
Nee, dann besser kannst du nicht kommen im ersten Moment, oder? Ja, gut, klar, der Rennsieg halt natürlich, ne? Also klassenbezogen, der ist natürlich nochmal eine Ecke härter, das stimmt ja. Oder beziehungsweise wünschenswerter. Gut, Glückwunsch P2 an Thomas Schmeintat. Timo Ross, wie war es bei dir gewesen heute Abend? Erstmal hallo an alle. Ja, ich komme frisch von 24 Stunden, bin ein bisschen müde, konnte auch nicht viel üben, aber ich mag die Strecke mit den GT4s, die machen einfach mega Bock, die Kämpfe sind super eng. Ja, also ich bin mega zufrieden auch mit der Position. Immer ein bisschen schwierig. Tümmel mich da sehr mit den Pros. Hab einige hinter mir und eine vor mir. Ja, war super. Sehr schön, sehr schön. Abschlussfrage. Glückwunsch auf jeden Fall nochmal zum Rennsieg, Timo Ross. Abschlussfrage. 12er, nächstes Wochenende am Samstag von der VMS. Seid ihr mit am Start? Ich vermutlich nicht, weil ich für ein anderes 12er von der VR trainiere, okay. Für Road America. Was es da angeht. Oh. Kein Thema. Wahrscheinlich noch gar nicht auf dem Schirm, noch gar nicht gesehen. Nee, ich wusste es auch nicht, nee. Nee. Alles gut, alles gut. Nee, wir haben, wie gesagt, jetzt kommenden Samstag, also nächstes Wochenende Samstag, ist um 12 Uhr der Rennstart für die 12 Stunden der VMS. Insofern, ich habe wieder Bock drauf, ich freue mich drauf. Deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an Timo Rosk, Thomas Schmeitert und Christian Drees. Danke für eure Zeit auf jeden Fall. Wünsche euch einen schönen Abend. Und dann tun wir noch kurz den Stream verabschieden und dann haben wir es schon wieder geschafft. So, gleichfalls einen schönen Abend. Bis nächsten Samstag. Dankeschön, bis dann, Minas. Tschüss. Sound muted. Microphone muted. So, ihr habt's gehört, da sind wir also durch am heutigen Abend. Erstmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank. Ich will noch ganz kurz die Frage da von The Real Devil beantworten, der auch da den Follow kurz dagelassen hat. Danke dafür, genauso an Yannick Point. The Real Devil, die Teamspeak, wo man sich mit ACC-Spielern austauschen kann, gibt's im ersten Moment so nicht. Die ganzen Teamspeak-Server, die wir im Endeffekt da im Hintergrund nutzen, sind die, die von den Ligen selber sind und gestellt sind. Und wenn, dann solltest du der Liga zugehören, damit du natürlich dann auch natürlich mit den Kollegen da sprechen kannst. Was du aber machen kannst, ist, du kannst bei Rennwelten auf den Discord-Server joinen, deswegen danke für den Link von Susi im Chat, oder du joinst auf den Discord von Bloodrain, von uns. Und kannst dir dann darüber die Informationen holen von den jeweiligen Ligen, die wir hier moderieren, kommentieren etc. Und dann ist es kein Thema, dass man da mit Sicherheit mal so das Fahrernetzwerk, so die befreundeten Kollegen dann ausbauen kann. Das ist überhaupt kein Thema, also die Möglichkeit besteht jederzeit. Sehr schön, danke für den Stream, schön mit Ö, kein Problem, danke auch dir im Fotografie, ich danke euch im Allgemeinen, vielen, vielen Dank für die ganzen Follower heute Abend, für die ganzen Resubs, die reingekommen sind, beziehungsweise auch die neuen Subs, Gruß geht raus, ihr seid die Besten, wünsche euch eine gute Nacht, wir sind morgen nicht live, wir haben morgen Stream frei, eventuell machen wir spontan morgen Abend was im Quali-Rahmen von Rennwelten, das ist aber noch nicht zu 100% safe, ansonsten sind wir auf jeden Fall wieder geplanter Natur live um 19.30 Uhr am Dienstagabend mit der F1 Online-Liga im Bereich der Pro und Pro AM auf Misano im Rennen 5 von 11, wie gesagt 19.30 Uhr, wenn ihr Zeit und Bock habt, dürft ihr gerne einschalten, ansonsten bleibt uns munter, startet hoffentlich morgen locker in die neue Woche und wie gesagt, eben gerade erwähnt, Samstag in der Woche, nächste Woche also, ist das 12 Stunden von der VMS, wo wir da mal dezent 12 Stunden lang über Monza hinwegballern werden. Also, macht's gut, wir sind raus, danke nochmals und noch einen schönen Abend gewünscht. Bis dann, tschüss.